Bestandteil der städtebaulichen Neuordnung am Dortmunder Hafen ist auch der Bereich der nördlichen Speicherstraße am Schmiedinghafen. Dort werden wir das Areal entwickeln nach Vorstellungen von Kowe-Architekten in Kopenhagen. Das ist 29.000 Quadratmeter überbaute Halle. Insgesamt haben wir in dem Bereich jetzt eine Entwicklungsfläche von 13 Hektar. Und hier wird ein Quartier für alle entstehen. Das Berufskolleg wird hier angesiedelt in der Mitte. Wir werden wahrscheinlich das Dortmunder Systemhaus in den Hafen holen. Und es ist Platz für jede Menge mittelständische Unternehmen, die sich im Bereich Digitalität entwickeln wollen. Und ein Nukleus unserer Entwicklung wird sein, dass wir eine Halle von der Knauf-Interfair-Halle stehen lassen werden. Und unter dieser Halle werden dann in Zukunft alle urbanen Aktivitäten, die wir uns vorstellen, aber auch ein Schulhof und Dinge zum Aufhalten, Gastronomie, alle diese gewünschten Dinge realisiert werden, wie wir sie im Augenblick im Bauleitverfahren diskutieren.